Was hätte ich ja? Helfen können? Hätte schon mal helfen können, das ist doch jetzt nicht so leid für mich. Der macht jetzt schon eine halbe Stunde rum, der arme Kerl. Das tut mir leid. Warum geht der nicht ins Bodybuilding? Das passt nicht. Ich mache da kein Bodybuilding. Körperspannung. Entschuldigung, Männer, das geht nicht. Kriegst du nicht, gell? Stunden später. Ey, der Kick fängt gleich an. Nee, Quatsch, das ist ja erst am Montag. Was haben wir halt? Wieso ramschen eigentlich das ganze Zeug wieder aus? Ich hab mich im Dorf verteilt, ich raus wieder aus. Ist von gestern, oder? Raus mit dem Scheiß. Wie war es in Speyer gestern? Gut. Voll war's. Er war voll. Wer war voll? Und der Philipp war ein bisschen kränklich, glaube ich. Aber sonst hat er wie immer ganz gut gespielt. War die Performance? Die Performance war so mittel. Und können wir es nochmal machen? Man muss ja warten zu Sarah, der Philipp. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt eigentlich sind. Wo soll ich denn jetzt sein? Das ist immer so ein Paralleluniversum. Ich verstehe das nicht. Heute ist Samstag. Okay. Und gestern waren wir in Speyer. Ja. Und am Montag sind wir in Bad Tölkheim. Auf dem Waschmarkt. Da hat der Philipp nämlich mit mir ein schönes Video gedreht. Gut. Ja. Das können wir ja verlinken, oder? Da unten. Ja, hier, das sieht gut aus. Hier. Das verlinken wir jetzt, ja. War ein schönes Video, oder? Das war doch One Take. Hat der Hymne geschrieben für den Waschmarkt. Philipp, wie geht denn die Waschmarkt? So ähnlich. Da gehen wir alle immer gerne hin. Ein bisschen Schalalanung dabei. Lal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 a. Schlafen wir auch so. Alla, bis Montag. Ich glaube, es werden zu blöd ein bisschen. So, jetzt wo er weg ist, können wir ein bisschen intellektuelleres Zeug reden. Weil ich habe immer so das Gefühl, der fühlt sich dann so ausgegrenzt, ne, wenn man dann über so gescheite Sachen redet. Jetzt ist er gut. Also, ne, nicht vergessen, nachher ist noch Buchbesprechung und dann gehen wir noch zum literarischen Fußschuppe. Wir sehen uns. Es ist aber schon dunkel. Samstag ist es dunkel. Ja, es ist moins. Halt so früh, es ist moins. Moins. Es ist moins. 5 Uhr. Wir laden jetzt quasi aus wieder. Ja, ein. Wir laden ein für heute Abend. Für gestern Abend. Nee, wir laden aus. Genau, wir laden jetzt aus für gestern Abend. Wir laden ein für gestern Abend. Ja. Sag doch mal endlich mal den Zuschauern die Wahrheit, dass wir die vordrehen, die Dinger. Sag's doch einfach. Liegt doch die Leute nicht da. Oh Mann, jetzt haben wir 4 Jahre lang. Man muss auch mal was für sich behalten können. Immer diese wahre Zauerei, das ist scheiße. Du weißt doch, wie es heißt, wenn du wahre Sex bist. Nein, ist egal. Das war ein anderes Thema. Also, es ist Samstag und wir laden jetzt gerade aus. Von gestern Abend in Speyer war es richtig geil. Wie immer. Richtig, die Vorbands waren geil, waren super klasse. So gut, ja. Hat man dieses Jahr wirklich sehr gut gefallen. Ja, eigentlich. Und am Montag sehen wir 50% von den Vorbands wieder. Ja, stimmt. Wo? Auf dem 599. Was, ehrlich? Waschmarkt. Ja, 599. Das wusste ich auch nicht. Das machen die uns nur diesmal cool, dass wir nicht beim 600 rumflaggen. Weil die rücken Echo-Stellen neu und das sind die Dezibel, die du auf der Bühne fahren darfst. 59,9 dB. In Dergem wohlgemerkt, weil sich die Ohrwohner beschwert haben. Korrekt wäre so laut. Aber in Speyer. Speyer muss ja, jetzt nur Speyer. Ja, das ist, weil da Hafen Zack. City ist und irgendein Professor sei Speedboat. Ein ehemaliger Unterstädter ist das. 140 dBA beim Starten bringt, aber die Musik ist ihm zu laut. Deshalb hat es gehäßen. Doch, weg ist er. Echt? Ja, jetzt ja, auch in Speyer. Ein ehemaliger Unterstädter war das. Bis der kommt zu mir fort. Ja, ist der. Okay, der Untermarkt. Der Untermarkt sitzt so, ist nicht wahr. Wieso? Weil der in Otterstedt wohnt. Hauptwohnsitz, ja, aber das ist ja Zweitwohnsitz in Speyer. Der wohnt über dem Ottermarkt. Ich weiß es. Warum? Der Mühleisen. Bestimmt ein Eingeborener, ja? Viele Grüße. Das war der die Sparkasse in Otterstedt mit dem Fahrrad überfallen hat. Selemons. Was war das? 94? Dumme junge Streich. Ja! Verjährt. Mit 21. Christopher 15. Das ist alles interessant mittlerweile. Ja. Ja. Wir kennen mal ein bisschen. So, und jetzt? Und jetzt? Montag wird richtig gut. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ja, ich esse Zuckerbrot. Es wird Feuerwerk. Es wird Feuerwerk der guten Laune. Der FCK-Fan-Club macht wieder Autogrammstunden, aber mittags um 2. Echt? Ja. Scheiße, muss man schaffen. Hab Fanclub gesagt, der FCK, nicht der Fanclub. Nee, nicht der Fanclub, aber der Fanclub ist dabei. Ja, richtig.
Und der Monchi Elbeschi Fanclub, der ist auch da. Und ich bin mal gespannt, ob die komplett Erstmannschaft vom Waldhof kommt und sich Autogramme abholt. Vom Monchi. Kommt der Olaf Marschall auch? Olaf Marschall. Diesmal nicht mehr. Schade, das war meine Zeit für Olaf Marschall, der Jürgen-Käse, der Ratinho. Bruder, kennst du die Alter? Toni Marschall. Jo, genau. Der hat auch den Lockenkopf, gell? Spielt der Fußball? Feinripp. www.palzrock.de